Kalk, Haushaltsbuch. Dieses Video zeigt, wie in Kalk ein einfaches Haushaltsbuch gestaltet werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Kalk. Wir öffnen die bestehende Arbeitsdatei Kalk Haushaltsbuch. Das Haushaltsbuch wird zunächst für ein Jahr angelegt und enthält Monats-, Halbjahres- und Jahresausgaben. Wir vervollständigen die Beschriftungen der Monate. Wir klicken auf die Zelle C3, Januar, und ziehen an der rechten unteren Ecke nach rechts, bis Spalte N. Nun klicken wir in die Zelle C10, hier soll die Summe der Einnahmen für Januar berechnet werden. Wir klicken auf das Symbol Summe und Return. Wir klicken wieder in die Zelle C10 und sehen oben in der Eingabezeile die Berechnung. Nun ziehen wir an der rechten unteren Ecke der Zelle, nach rechts bis Spalte N. Damit haben wir die Berechnungen, der Summen Januar bis Dezember, für die Einnahmen erstellt. Das wiederholen wir für die Summen der Ausgaben. Wir klicken auf den Tabellentab regelmäßig. Hier sind die Ausgaben aufgeführt, die nicht monatlich anfallen. Wir bilden die Summen für halbjährlich und jährlich. Wir klicken auf den Tabellentab Haushaltsbuch. In den Zellen C19 und C20 übernehmen wir die Summen, halbjährlich und jährlich, vom Tab regelmäßig, und teilen sie durch 12. Die monatlich aufgeteilten Beträge, für halbjährlich und jährlich, müssen bis zum Zahlungstermin entsprechend zurückgelegt werden. Nun kopieren wir noch die Einnahmen und Ausgaben vom Januar in die restlichen Monate. Die Einnahmen und Ausgaben können natürlich nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter.